Ich habe immer noch Ressourcen. Werkstatt. Ich brauche mehr Crabkisten. In der Schmiede sind ganz viele Crabkisten. An der Wand. Mir ist egal. An der Schmiede sind keine Crabkisten, die habe ich schon benannt. Als einmal ja, in Crab 1 und Crab 2. You don't buy. Don't you build doors because it's PvE? No, we don't. Yes, we build doors. Wait, no. We don't build doors. Alter, was? Die legendäre doppelte Verneinung im Englisch. Alter, jeder Englischlehrer wird dich, glaube ich, gerade kaputt hauen am liebsten. Ja, alles gut. Das ist mir scheißegal. Die Sache ist einfach, Marv, du wirst in 10 Jahren da sitzen und sagen, nee, Englisch spreche ich nicht mehr. Ist einfach so, weil die meisten Leute einfach keinen Bock haben, Fehler zu machen. Außerdem hört uns ja der Zuseher die ganze Zeit auf Deutsch zu. Richtig. Also. Ja, nein, weil ich Englisch, mein Beruf Englisch dann sehr viel benutzen würde, wenn ich die Stelle kriege. Wenn du nochmal Wissen droppen willst, der Blutbrunnen zählt nicht als Boden, deswegen ist es ratsam, ihn einfach mit Türen zuzumauern, weil dann zählt er als Anführungszeichen drinnen, also beziehungsweise die Räume drumherum zählen als drinnen und du kannst trotzdem ihn in der Mitte der Base haben. Oh, um aufzuwerten, brauchen wir schon Goldbarren und dunkle Silberbarren. Ja, ja so genauso wie hier. Ah, da. Aus Geißelstein, was ist das denn zur Hölle? Und Silbererz. Das wird wahrscheinlich in einem der späteren Gebiete drin sein. Geißelstein ist richtig teuer. Geißelstein ist Schleifstein, Glas und Grabstaub, dreimal Grabstaub. Wo ist der Grinder hin? Der Grinder ist hier. Wo? Hä? Hey, warum da hinten? Weil ich ihn eigentlich in die Schmiede reinstellen wollte. Aber die gehört doch gar nicht in die Schmiede. Ist mir dann auch aufgefallen, deswegen habe ich ihn wieder rausgestellt. Ich brauche jetzt aber erstmal die Schmiede zu klein, oder? Weil wir haben nicht genug Platz noch für. Und doch für die Schmiede passt perfekt zwischen die beiden. Beine. Zwischen die beiden Sägewerke. Oh Gott. Worüber lachst du? Aber Proofs Englisch. Ich sag's besser nicht. Schwarzes, du hast die Baumwolle aufgesaugt? Noch nicht. Dann jemand anders, der ist gerade nach rechts gelaufen. Ich laufe dem Dieb hinterher. Es war Marv. Wer sonst? Bodarina wieder gefunden. Butter, hast du Bodarina wieder gefunden? Noch nicht, aber ich sag dir, hier ist die Hölle los. Aber Bodarina war doch hier vorhin noch im Lager. Ja, er hat sie weggebracht und ich find's nicht in Ordnung. Ist doch nicht in Ordnung. Dreh dich mal um. Oder die Kamera um. Ist sie das? Ist sie das? Vielleicht. Lass mich dran riechen. Du musst dich draufstellen, dann weißt du es wieder. Hinter dich stellen, Bruder, dann weißt du wieder. Einmal im Hintern schnuppern, richtig, Marv. So ist gut. Pferde gehören nicht in die Gruft, raus mit den Pferden. Nicht dafür, haben wir keinen Stall. Ich brauche noch 14 Baumwolle. Raus damit. 14 Baumwolle? Pferde gehören nicht in die Gruft. Baumwollgarn. Ach so, ja. Also ich muss sagen, unsere alte Basis ist jetzt wirklich so gut wie leer. Bis auf, sag ich mal, diese Abfallprodukte aus der Holzherstellung ist da nicht mehr viel zu holen. Das wahre Gold muss mitgenommen werden. Ups. Das,
Stellt euch vor, man verliert den Mist. A mount sure helps, but you have to think about the mounts are only, how to say? It's not transport? Like you can call a mount like in World of Warcraft or some different games. Zelda Breath of the Wild. Yes. War noch Gott, war überhaupt ein Pferd? Ja, konntest du. Konntest ja rufen später. Okay. You have to steal the mount at the humans and then you can use it by yourself. Oder at the humans, ist egal. Boy, wollte ich sagen, bei den humans. Wohl, doch, at... Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich dachte, du hast Englisch 1, das ist doch eine einfache Frage. Beide. Etwa auf den Humans. Also das kennt sind beide Humans eigentlich, würde ich sogar sagen. Ja, hab ich doch am Anfang alles richtig gesagt. Warum sagst du dann Ed? Schwarzes, warum hast du die Produktionssachen draußen hingestellt? Ich weiß nicht, warum. Ja, damit ich weiß, was für einen Boden die brauchen. Und ich ein bisschen planen kann. Das ist immer das Beste, wenn du ein Spiel auf Englisch spielst, dann übersetzt du das live, während du spielst und die Leute sagen, hör, du kannst kein Englisch, weil du das nicht live, also wie so ein Profi-Dolmetscher, auf Anhieb übersetzen kannst. Ja, du hast es gut gemacht, Dolmetscher, du hast echt einen starken Akzent gefühlt. Du hast richtig den deutschen Akzent. Das ist total egal, weil alle Nicht-Native-Speaker vom Englischen lieben, dass die Deutschen so einen starken Akzent haben. Weil wir die Wörter gut trennen. Das ist nur ein bisschen irritierend für Leute, sag ich mal, die, Also die Amis mögen das. Die Briten sagen dann, Ja, die Briten sind eh komisch. Und jetzt, dass ein Brite im Chat eine deflamed und das hart. Kann ja sein, dass Tinos Brite ist, von den Zeitzonen her. Kann das ja sein. Ist bei ihm eine Stunde früher. Ich wollte gerade sagen, so viel Unterschied ist jetzt Zeit so nicht, aber... Ja, eine Stunde. Die meisten Amis wissen nicht mal, wo Deutschland ist. Ist auch schwierig, irgendwas auf der Karte zu finden. Die Amis, Deutscher wissen sie meistens sogar wirklich. Die meisten Deutschen wissen nicht, wo Deutschland ist. Das bezweifle ich. Sorry, ich spreche nicht so viel Deutsch. Wer hat das geschrieben? Tinus, it's no problem. Speak as much German as you want. Or as you try. German is a very beautiful language. No. Möchtest du eine Bratwurst mit mir essen? Krankenwagen. Lass uns ein Bier trinken. Oh no, if you are in German, you have to say to the first person you see, lass uns Wildschweine jagen gehen. Du bist nicht Asterix und Obelix. Nein, das kommt aus Gothic. It's a very famous sentence from the Gothic games. Lass uns Wildschweine jagen. Lass uns Wildschweine jagen gehen. Ah, oh, das sind die Wildschweine. Tod. Ich bringe dich da mal ins neue Lager. Ich bringe dich zum Sumpflager. Ah, es ist so ein schönes Spiel. Dennis ist einfach die Stimme von Gothic. Sumpflager ging einiges, ne? Ja, da ging einiges ab. Dass man aber keine Verteidigung als Anlagen sowas bauen konnte, aber kommt das erst später. Die Gruftteile zählen als Verteidigung. Ich greife nämlich alles an. Wenn zum Beispiel NPCs zu nah sind, dann gehen diese Skelette den Berg hinab und greifen dann die Leute an. Ich meine eher gedacht an PvP-Server, also mäßig so, dass ja, die nicht das steht dazu. Da steht da sogar dran, wenn ich jetzt noch richtig weiß. You guys have so much to salvage. Yes. But you have to think how long we played. I think we played for this castle 20 hours. Ich glaube schon, dass wir so 20 Stunden investiert hatten. Haben wir schon.
Naja, ich gehe erstmal nach hoch. But now it's a lost place. Jetzt kommen die ganzen Lost Place Influencer. Hast du da die Blutteile aus den Foundation rausgenommen? Ne, aus dem Brunnen sind die. Also im Brunnen sind die Foundations. Moment. Die Blutteile sind hier noch drin, warum? Unten aus der. Weil nimm die mal raus, oder vielleicht spawnt da die Ratte. Also ich meine aus dem Brunnen. Du meinst, dass wir das Schloss hier deaktivieren? Genau. Weil vielleicht spawnt dann da die Ratte. Ne, die Ratte holst du aus dem einen Gebäude raus. Was für ein Gebäude? Aus die. Ach da so. wo du die Ratten generierst, das ist die dritte Ratte da drin. Jetzt habe ich doch den Fisch versucht zu angeln, den du dafür brauchst, aber den Fisch habe ich nicht gefangen bei den Spots. Okay. Nicht, dass wir alles euch Mie-Gegenstände. So, ich reite jetzt definitiv das letzte Mal. Also es ist immer noch Primskrams da, aber... Ach, und danke fürs Folgen, Badesalz. Ich wusste gar nicht, dass ihr noch aktiv seid als Comedians. Ja, ja, sind sie. Ein Garant der öffentlich-rechtlichen Comedy-Clubs. How many servants do you need? That's still a problem with Dina. The servants. Yes, ich weiß, Dina. We didn't have the throne to give orders to the servants. So I can't give you a correct answer how much you need. I think as much as possible and then you need the throne to give the orders. You can send them on missions and everything. So they are able to collect resource for you. I think so. It's something someone told me, but in our game we are not so far. We have only the servants, but we don't use it. Now, correct. Also, wenn ich das richtig verstehe, kriegen wir von dem Study Research Desk per Zufall so eine Papierpresse. Vielleicht? Das könnte gut sein. Ich habe übrigens unseren Forschungstisch schon alles abgebaut. Und dafür brauchen wir Papier. Ja, deshalb habe ich ja jetzt Papier dabei, weil dann kriegst du ja Papier zurück. Okay, warte. Guck mal kurz auf die Map. Ja. Hier kriegst du zum Beispiel Papier. Ah, dann gehe ich da mal hin. Genau. Ich brauche halt nicht viel, ich brauche glaube ich nur noch 10. Ich habe 30 Papier dabei. Okay. Nice! Wie gesagt, das ist halt vom Zerlegen des... der alten Basis. Das lese ich nicht vor, was Kotko geschrieben hat. Guten Abend, Max. Ah, man braucht 75 Schriftrollen, um was Neues zu erforschen. Ja. Schriftrollen brauchst du mehr als Papier. Marv ist wieder AFK. Ja.
Ich weiß, ich habe gesagt, das war das letzte Mal, da ich hoch und runter reite. Ich kann auch nochmal. Kein Problem. Für das nee, ganze, alles gut. Sawdust. Sind die Diener nach oben gezogen? Schon? Nee. Alles gut. Du hast doch den. Ich hab falsch geguckt, die sind immer noch, die drei Dienersärge sind belegt. Theoretisch müssten auch noch die Särge woanders hin, gell? Die Dienersärge. Weil die brauchen einen Gruftboden. Eigentlich. Den wir aber nicht bauen können. Danke, Stachel, für dein Prime-Sub. Vielen Dank. Einfach nur ein netter Typ hier. Danke, Schicki, fürs Folgen. Gute Nacht, Rasa. Schlaf gut. Okay, Böden kann man nicht abbauen. Und guten Abend, Big Cool. Balthasar. Wir haben richtig gehört, wie Marv wieder an den Rechner geht. Wieso? Wieso? Weil du weg warst, du warst AFK. Ich hab's sogar erwähnt im Stream, dass du AFK bist. Kannst ruhig sagen, dass du mal kurz weg musst. Hab ich doch gesagt. Echt? Hab ich nicht mitbekommen. Ach, mein Desinteresse hat sich einfach da durchgesetzt. Ich glaube, die Burg ist voll, ist fertig. Nein, die Spiele fehlt noch, die baue ich jetzt. Also die Heizkosten werden enorm für die Burg. So große Räume. Ist doch toll. Das ist der Grund, warum ich damals nicht in eine Burg eingezogen bin. Weil es gibt hier eine Burg, wo du Wohnungen mieten kannst in der Nähe. Da waren auch welche frei. Das waren früher bedienstete Wohnungen und dann haben die umgebaut für halt, ja, normale Mietparteien. Nämlich Schloss Mörs. In Berlin konnte eine Zeit lang alte Villen kaufen für 1 Euro. Die Herrenhäuser, früher so richtig große Herrenhäuser. Für einen Obolus vom Staat aus abkaufen. Berlin ist auch einfach eine Shithole. Unter Auflagen musst du die aber dann restaurieren. Also komplett wie früher richtig restaurieren. Die sind doch alle unter Denkmalschutz dann und dann will die keiner. Ja, die musst du dann halt, wie gesagt, restaurieren, halt unter Denkmalschutz, also. Good night, Tinos. Blass genug für eine Vampirburg in Mörs wärst du ja. Ja, deshalb will ich auch keine kurze Hose tragen. Dann sieht es nämlich aus wie ein Truthahn unten. Ja, die Geräusche mache ich dann auch. Truthahn-Geräusche. Ja,
jemand mein Pferd gesehen? Nein. Das befürchte ich auch. Budarina? Ich hab Budarina nicht weggetan. Butter, wo bist du? Ich muss euch leider sagen, dass Burg 1 jetzt wirklich ein Lost Place ist. Ich hab dir extra gesagt, die gehört nicht in den Sargraum. Ja, dann, aber da finde ich sie wieder. Nein. In den Sargraum kommen keine Tiere. Nein. Warum ist eigentlich der Discord-Overlayer nicht mehr an? Bei mir im Spiel. Bei mir ist er im Spiel auch nicht an. Mir auch nicht. Komisch, ich hatte den letzten doch extra aktiviert. Achso, ich hab Discord deinstalliert und wieder installiert, weil ich Probleme hatte. Weil ich hatte eine Zeit lang immer die Testversion von Discord drauf, also sie bringen ja immer eine Unstable und eine Stable Version raus und ich hatte mit der Unstable Probleme. Was war denn da so neu? Nee, das sind dann, dann hatte ich Probleme bei der Übertragung. Okay. Oh. Welcher Stelle ist das denn jetzt? Hallo Honigkuchen. Ich geh nochmal Eisen farmen. Wait, kein Forschungstisch? Nein. Und auch keine Bibliothek. Also, den großen Forschungstisch. Den großen haben wir hier stehen. Wo? Ah, da war das. Ich glaube, ich weiß nicht, wie der Raum heißt. Alchemieraum. Ach, Shift und Ö. Hallo Daniel. Vielleicht schaffe ich es ja die Woche noch irgendwie rauszukommen, obwohl es ist ja eh nur Regen. Immer raus mit meinen neuen Shorts. Aber in den Shorts sehe ich aus wie ein Spacko, das geht einfach nicht. Damit kann ich nicht in die USA reisen. Du wirst Dinge sehen. Nicht nur das. Hallo Butter. Ja, hallo. Ich dachte, du spielst heute kein V-Rising. Dazu muss ich das sagen, das stimmt gar nicht, dass ich gesagt habe, dass ich spiele. Ich habe gesagt, als das Thema aufkam, V-Rising ja oder nein, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob die anderen Zeit haben, als wir das Spielwechsel gemacht haben. Und dann bin ich halt in Discord gegangen, es waren zufällig alle da und ich habe gefragt, habt ihr Lust V-Rising zu spielen? Darauf kam erstmal 5 Minuten nix. Und jeder hat gesäuft. Ja, und jeder hat gesäuft, sondern habe ich gesagt, ihr müsst nicht, ihr könnt euch dafür entscheiden oder nein sagen. Und dann hast du gesagt, der Streamer hat sich das gewünscht. Ja. Am Ende. Nee, das habe ich am Anfang schon gesagt. Es wurde gerade gesagt, der Stream wünscht sich, dass Far Rising gespielt wird. Du hast das Gefühl, es ist doch immer mit das bestlaufendste Projekt im Moment. Oh mein Gott, er hat Honigkuchen begrüßt. Es hat nichts damit zu tun, dass das bestlaufende Projekt ist. Es ist einfach das Multiplayer-Community-Projekt. Also beziehungsweise so ein bisschen. Es hat nichts mit super oder schlecht zu tun, es ist einfach, macht halt Spaß. Wenn halt alle da sind und nicht mal bei McDonald's sind. Ich war nicht mal bei McDonald's dann. Ja, nicht mal das, weißt du, du hast uns nicht mal für einen Burger verlassen, uns einfach für nichts verlassen. Doch, Roter Tor mit dem Kumpel weiter gucken. Habt ihr wenigstens das Boot geguckt? Nö, Roter Oktober ist cool. Aber nicht wissen, was Blind Guardian ist. Das ist auch übrigens... Also ja, es ist basierend auf einem Tom Clancy Buch. Da muss ich dir recht geben. What? Hä, was? Blind Guardian ist basierend auf einem... Nein, der Rote Oktober natürlich. Als wenn Blind Guardian auf einem Tom Clancy Buch basiert. Was ist das denn für eine Idee?
gerade auch verwirrt. Wir haben uns damals gegründet wegen einem Tom Clancy Buch. Tom Clancy Bücher sind richtig toll, richtig gut. Ich mach gerade alles leer. Und ich mach gerade wieder alles voll. Da an der Wand sind Bücherregale. Bitte voll machen. Hallo Bücherregale. Sollten die nicht erstmal sortiert sein? Ja. Blind Guardian, also zwei von Blind Guardian sind, glaube ich, aus Krefeld war das. Einer kam, glaube ich, aus Dortmund. Und der letzte kam aus Mülheim. Deshalb habe ich wahrscheinlich die früher gehört, aber es war mir gar nicht so bewusst. Ich glaube, einer lebt sogar immer noch in Krefeld. Und die anderen in Amerika oder was? Nee, die sind wahrscheinlich irgendwann mal umgezogen auch. Aber das sind auch schon, das ist eine Band, die schon 40 Jahre Musik macht. Also jetzt schon Tatakreis, das ist richtig alt. Das muss ich mal gucken, damit ich mein Speer mal repariert kriege. Ich denke mal, wir werden keine... Steine mehr haben. Hier, Schleifsteine. Doch, irgendwas. Schleifsteine haben wir, glaube ich, 3 Stück. Ja. Wie macht man eigentlich. Ich will jetzt wissen, wie eigentlich man die Eisenrüstung macht. Hier sind die, da wo ich drin bin. Direkt davor. Ah, da. Edelsteinstaub. Haben wir. Ja, haben wir definitiv. Habe ich im Inventar. Auch noch alles. Über 60 Stück. Ich bin ja gerade dabei zu sortieren. Ja, alles gut, Entschuldigung. Alter, wie viel Edelsteinstaub? 2 Stück, wir haben richtig viel. Ja, du brauchst das ja zum Reparieren. Das ist, glaube ich, ein Nebenprodukt von Eisen. Das sammelst du einfach ein. Das ist das, was am häufigsten vorkommt, wenn du die Kristallsteine kaputt schlägst. Oh mein Gott. Jade, die Vampirjägerin. Hilfe! Ob wir irgendwo noch 3 Grabstaub haben? Ja, ich hab welches mit. Ja, bei dir in der Tasche, ne? Ah ne, hier ist noch Grabstaub. Muss ich gar nicht bemühen, dich zu bewegen. 14 sind nämlich hier noch drin. Ich komm eh zurück, weil ich wieder genug Eisen hab. Oh nein, ich backe fest. Aua, 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 aua. Du hast dich also entschieden für die also Zentrallagergeschichte. Ich habe die nur an der Wand gemacht, damit ich ja sortieren kann. Ach so. Das gehört hier rein. Weil ich glaube, ich mache einfach die Hälfte von den Teilen voll und du hast unten bei dir im Inventar so einen Auto-Stack-Button. Du meinst das mit dem Sortieren? Genau. Also nicht sortieren in der Kiste, sondern bei dir drin hast du so einen Button. Das Compost Leafly Count, also dass du automatisch Sachen reinlegst, die schon da drin liegen. Genau. Ja. Das heißt, ich nehme so viel raus, bis die Hälfte drin ist und dann sage ich zu denen, ja, bitte prüf mal nach und sortiere das alles bitte mal ein. Und dann habe ich einen Typ von etwas. Wo kann man die Sachen rein tun, die du sortierst, also... Einfach in jede Kiste reingehen und dann Complete the Count klicken. Dann sortiert er das automatisch ein. Ah, Sort. Nein, nicht Sort. Das, was bei dir im Inventar steht, das ist rechts unten. Damit kannst du in Truhen und so weiter das reinlegen, was da vorhanden ist, was du dann auch in der Tasche hast. Das ist gut. Das wusste ich nicht, dass es gibt. Okay, das ist auch nochmal ein neuer Raum. Echt? Das erklärt, warum du so viel durcheinander gebracht hast bei Kisten. Wenn du das immer manuell gemacht hast. Bei Produktion auch. Hallo Mansu.
Das ist eine der besten Tasten vom Spiel. Haben wir noch Steinstaub irgendwo? Dann kommen wir noch zu... Ja, Steinstaub haben wir noch. Ich bräuchte aber noch etwas Baumwollgarn. Beziehungsweise Baumwolle, und die können wir dann hier in der Webschule verarbeiten. Ja, ja, also das 12 Stück oder so hatte ich ja vorhin da. Ja, 14 Stück, aber ich brauche 28. Ah ja, hier ist der ganze Staub, alles klar. Und Marv, versuch mal nicht in alles Erz reinzumachen, weil wir brauchen gerade die Schleifsteine. Ich verbessere im Blutessenzen wieder. Da. Ja. Wo ist unser Dominanzraum wegen dem Thron? Bei uns im Bett. Das klang falsch. Ja. Dennis, könntest du vielleicht den ein bisschen erweitern Raum? Warum? Zu wenig Platz. Wegen was? Wegen dem Thron, Butters Dings fehlt noch mit den Steinsägen. Ja. Dahinter ist ja schon gebaut, sogar noch eine Fläche. So. Wie schon gesagt, die Säge müssen eh woanders hin. Um den optimalen Quadrat. Ja. Ich denke, so ein Thronsaal eigentlich mit dem machen am besten, aber. Mag die Band The Who Damn Gallows aus Ohio, aber die kennt ja wahrscheinlich niemand. Auge der Dämmerung, was ist das denn? Boah, Goldbarren und Spektraldust, ja, alles klar. Drei Schleifsteine liegen hier noch, falls ihr braucht, in der Bahnkiste. Butter, du musst immer noch deinen Sarg bauen. Ah, okay. Ich hab ihn aber gebaut. Hä, wo ist der? Hier ist nur meiner, Pascals und Schwarzwagen seiner. Ich weiß nicht, ob er einen Sarg hat. Ach so, in der verfluchten Mine hängt eine doofe Truse rum und die macht viel Schaden. Ja, ich weiß, das meine ich, deswegen. Die ist Level 50, dann müsst ihr erst die Eisensachen haben. Oh lol, ich hab zwei Dings gekriegt von Leute, die haben zwei Geistersteine. Irritieren, dass in der Mine immer der Boden wackelt. Geht das nicht.
Die ganzen Dings haben wir nicht mitgebracht, ne? Die, die Diener? Die was? Die Diener sind immer noch in der alten Burg. Ne, ich meine die ganzen Diamanten, also ganzen... Doch, habe ich. Alle Kristalle habe ich mitgebracht. Wir hatten noch viel mehr. Das sieht vielleicht jetzt noch weniger aus. Ich habe voll viele Kristalle im Inventar, weil ich nicht weiß, wo die hinkommen. Weil es gibt theoretisch noch einen Jubilierraum. Ja. Kannst du mir ja... Hast du vielleicht... Hast du vielleicht drei gleichmäßige Topase im Inventar? Ja. Sind jetzt in eine Kiste. Frag erstmal Marv, was er machen will gerade. Er will dich wahrscheinlich verbesserte Waffen machen. Ja, habe ich mir gedacht. Korrekt. Schön, dass einer schon anfängt, also einzusortieren. Haben wir nicht die verstärkten Bretter schon gehabt? Nein. Doch, in der letzten Base hatten wir da doch verstärkte Brett. Die hatten keine versteckten Bretter. Doch, hab ich aus der Kiste geholt. Da hat die einen. Hä? Ja, wir können versteckte Bretter, glaube ich, noch gar nicht herstellen. Ich hatte mal verstärkte Bretter nur von Leuten bekommen, glaube ich. Weil wir. Oder? Alter! Geschichte fliegende Kerzen. Press mal einfach Ratten, das ist jetzt nicht so schlimm. Also ich mag Country und Rock. Ich finde das eine sehr schöne Musikrichtung. Ich würde sagen, wir brauchen am besten die Edelsteine. Nicht die Edelsteine, aber die anderen, die Schattenpriester mit den Juwelieren nicht kriegen, weil da können wir auch die Geiselsteine bauen. Die Mine hier erzählt mir die ganze Zeit, dass ich euch alle töten soll. Kann mich aber auch täuschen. Wär super, wenn ich einen verbesserten Hammer hätte. Ich hab den schon. Ich weiß, dass du ihn hast. Aber ich konnte ihn ja nicht schmieden, weil ich dafür die Ressourcen nicht hatte. Wir haben genug Eisen. Ne, den Moment. Es geht um den verstärkten Kupfer. Es geht nicht um den Eisen. Ja, den habe ich gerade kaputt gemacht, weil ich gedacht, du hast jetzt schon einen, Alter. Ne, ich habe die anderen Waffen alle nicht verbessert, um Ressourcen zu sparen. Ich habe den schon verbesserten Eisenhammer. Ja, ich weiß, dass du jetzt Ressourcen eingesammelt hast und auch kostbare Kristalle verwendet hast, um einfach schon mal Waffen zu machen. Aber das ist ja ganz gut, weil du ja bei den Fights immer die Koryphäe bist in der Gruppe. Ich bin halt immer längst durch. Ach, hier ist ja der untote Kommandant. Mit 49. Was für ein Kommandant? Einer von den V wahrscheinlich. Ah ne, da steht gar nicht V dran. Der steht hier einfach nur rum. Level 49. Ja, ich bin 47. Anscheinend können wir Geißelsteine auch einfach finden. Ja, ich habe schon zwei gefunden. So, ich gehe dann mal weiter Baumwoll farmen. Töte mich nicht, Kommandant. Ich frage mich jetzt, wie man die bessere Rüstung baut eigentlich. Also an welchem Tisch?
Jetzt gibt's einen Tisch, den wollte ich bauen, den haben wir aber nicht genügend Materialien, weil wir Baumwolle haben. Ja, und Baumwolle musste zu einer Farm gehen und dann nein, von Baumwolle dem Feld abholen. Baumwolle haben wir noch genug, wir hatten eben 200 Baumwolle oder sowas und da habe ich die in den Dings bei uns. Baumwollgarn brauche ich. Ja, wir hatten Baumwollgarn, können wir schon herstellen. Und nördlich von uns ist ein Baumwollfeld. Es ist nicht mal 30 Sekunden zu laufen. Also wir hatten in der alten Base, habe ich das in den Dings reingetan, in den Webstuhl. Und wir hatten 250 Baumwolle, da müssten wir mehr als 20, 30 Baumwollgarn rausgekriegt haben eigentlich. Wenn ich das noch in der alten Base dann Baumwollgarn. Nein, wir haben in der alten Base gar nicht stehen. Obwohl, ich würde am liebsten sagen, geh hin und guck. Wieso? Ja, damit du siehst, dass da nichts ist. Dann vielleicht irgendjemand mit dem Tag. Ich habe mehr als genug Transport Wege gehabt jetzt. Ach krass, offenbar gibt es einfach Gebiete, wo Knoblauch hängt. Ja, gibt es. Ah, meinst du mit der Schneiderbank, dass wir da die feste Rüstung herstellen können? Nein. Er meint an der Farm hängt Knoblauch aus. Um einen zu schwächen. Pro Stack kriegst du ja 1% mehr Schaden und machst 0,5 weniger Schaden. Das heißt, wenn das auf 100 hochgetickt ist, machst du 50% weniger Schaden und jeder macht dir doppelten Schaden. Butter? Ja, anwesend. Ich wollte nur wissen, ob du noch da bist. Ich bin schwer beschäftigt beim Sortieren. Alles klar. Wer hat eigentlich Eisenkörper gemacht? Nicht nett. Ich auch nicht. Was für Dinger? Mit 4 Gramm mache ich die nie was. Ja. Aber Eisenkörper würde ich denken, ja, dass wir es vielleicht irgendwann mal eingesammelt haben. Eisenkörper, die kannst du halt hier in dieser Schmiede machen. Ich meine, da war ja niemand dran. Aus Eisenbahnen, die wir gerade dringend für die. Nö, wer hat auch letztes Mal einfach die Schmiede gebaut, anstatt das Herz abzugraden? Ich weiß nicht, wen du meinst. Ja, ja. Nur um mal zu gucken, was man in der Schmiede machen kann und dann halt wegzugehen. Ich bin irritiert. Ich auch. Ich gar nicht so sehr. So, wir brauchen jetzt noch einen. Mach bitte keine weiteren Eisenkörper erstmal, okay? Ich habe keine Eisenkörper gebaut. Ja, okay. Es war allgemein, wir haben ja niemanden angesprochen direkt. Es wurde einfach nur allgemein gesagt, bitte mach keine weiteren Eisenkörper, wir brauchen Eisen für andere Sachen. Ich guck halt mal gerade nach, für was man wohl Eisenkörper benötigt. So, wir haben 16 Baumwollgarn. Übrigens. Das ist aber alles, was wir haben, weil da habe ich den Output von vorhin reingelegt. Wir brauchen 30 für die bessere Rüstung herstellen können. Also, danke dafür. Ich glaube, das ist wirklich pathologisch. Warum willst du jetzt unbedingt bessere Rüstung herstellen? Weil der Schneebosse töten können. Weil das Spiel voranbringen. Ja, aber wir müssen doch generell erstmal noch farmen. Wir haben doch jetzt alles in unserer Base, was wir brauchen. Wir müssen trotzdem die Ressourcen noch mehr sammeln und mehr holen. Ah, wir haben keine Blutpresse, glaube ich. Oder? Weil es wird definitiv noch was für uns. Es geht nicht nur darum, dass du jetzt deine Rüstung da aufbaust. Schwarz, haben wir die Blutpresse hingestellt? Ah, ne, wir haben keine Blutpresse. Ja, scheiße. Wo soll ich denn die Blutpresse bauen und hinbauen? Die haben schon eine Blutpresse. Hä, wo? Guck mal genau. Ah, da, okay.
war so versteckt, da hab ich sie nicht gesehen. Die ist nicht für die versteckt, die ist genau da, wo die vorhin auch war. In der alten Base. Die ist genau da, wo sie war, nur woanders. Genau. Schwarze Marken baut nämlich nach Plan die Häuser. Er hat denselben Plan, den er letztes Mal gemacht hat, ist einfach nochmal aufgebaut. Oh, genau. Größer gemacht. Es tut mir so leid für irgendjemanden, der die ganze Zeit die Kisten anfängt zu sortieren. Hör, ich dachte, das bist du. Nein, irgendeiner sortiert die ganze Zeit, aber ich habe mich so dran gewöhnt an dieses automatische Sortieren, dass ich in jede Kiste reingehe und instant auf Auto sortieren klicke. Ohne zu gucken, was das ist, dann sehe ich auf einmal das ganze Kleid an sich erschienen. Ich glaube, das ist Butter. Nee, das mache ich nicht, nur nicht an den Schmieden die Sortierung ändern. Sonst ziehe ich euch das Fell über die Ohren. Und übrigens, man findet Eisenkörper. Ich habe in der Mine auch Eisenkörper gefunden. Ja, das es wurden keine hergestellt, wie ich gesagt habe. Gut. Wobei Marv wird die wahrscheinlich schon hergestellt haben, um zu gucken, was das ist. Hol den Strick wieder vom Ast. Warum denn? Nee, Marv ist nicht mehr unser Architekt, schon lange nicht mehr. Der hat am Anfang gebaut. Dann haben wir entschieden, ihn für Sachen einzusetzen, die besser zu ihm passen. Gar nichts. Hey, was ist denn das für ein geiler Stein? Achso, das ist ein Fisch. Das hast du gesagt, Katgur. Komm hier rein. Falls jemand Blut braucht zum Bauen, guckt einfach in den Blutfontänen nach. Ich werde den restlichen Blut alles zu verbessertem Blut umwandeln. Weil das braucht auch seine 180 Sekunden zum Craften. Ich weiß nicht, ob das so auffällt. Ups, falsch. Hatten wir irgendwie nicht noch Fischgräten oder sowas gehabt? Fischgräten? Ja, okay. Ja, da habe ich im Moment, vier, weil ich am Sortieren war. Na, gib die mal bitte. Was brauchst du? Dreckerschnitt für jeden von uns. Wie, was du brauchst? Mehr Schaden braucht nur die Fischgräte. Also ich komme jetzt mit 1600 Eisen zurück. Ach, das war Schwarzwacken. Also ich gehe da mal Papier grinden. Weil wir haben noch ein paar Forschungen, die mit Papier zu machen sind. Ich glaube, wir haben alle schon gemacht. Ich habe gerade gesagt, wir brauchen noch ein paar Forschungen, die mit Papier zu machen sind. Richtig, da sind noch zwei oder drei, glaube ich, offen in dem Ding. Ich meine, vielleicht ist da was. Vielleicht verschwende ich auch gerade meine Zeit, aber hey. Nein, es ist keine Verschwendung der Zeit. Du kriegst bestimmt ganz schöne optische Objekte. Weil ich sag mal so, das eine ist auf jeden Fall ein Trank. Aber die anderen drei könnten halt. Schneeblumen hatten wir die nicht auch irgendwo? Doch, da. So, ich habe auch 15 Schriftrollen gefunden in der Mine. So, ich mache jetzt für jeden Tränke gerade, wenn jemand ab kann, jemand abholen, einfach beim Alchemietisch. Ich mache jetzt den Alchemietisch übrigens den Pflanzen. Was ist das? Pflanzen. Was willst du bei dem Alchemietisch machen?
Ja gut, da rein. Hast du diesen Tränke gesehen? Kannst du einen rausnehmen. Wäre gut, wenn die KI das Schloss raiden würde. Das wäre übrigens eine ganz coole Funktion, wo man sich wirklich vorstellen könnte, das könnte ja noch passieren. Genauso wie bei Conan Exile. So, dass die sagen, umso mehr du machst mit dem Schloss hier in der Umgebung, umso mehr Aufsehen erregst du und irgendwann kommt dann so eine Horde Bauern und möchte gerne dich brandschatzen. Möchte dir ein Pfahl, oh. Pfahl möchte Liebe mit dir machen. Haben wir noch nicht den Werkbanktisch, den Holzwerkbanktisch? Doch, haben wir. Ja, ich bin gerade dabei, den Schneidertisch zu machen, aber dafür brauchen wir Garn. Ja, Garn habe ich ja gesagt. Garn ist ja im Webstuhl drin. Der wird gerade produziert. Pass aber auf wegen den Affenpocken. Ist gut. Affenpocken. Ihr könnt ja währenddessen, noch einen weiteren Grinder herstellen. Dafür braucht man eigentlich nur noch diese... Hier X-Wort eingeben. Ah. Schleifsteine. Schleifsteine haben wir irgendwo produziert. Da hatten wir irgendwie eben viele gehabt. Da. Wir brauchen den Staub vom Steinstaub und Kupfer. Was machst du da schon wieder an den Schmieden? Die sind voll. So, wir haben genug, wir haben voll viele von den Flintstone Schleifsteinen. Wir haben nur 20 Stück. 23, das ist nicht viel. Dein Ernst? Fuck, ich wollte mir eine Angel craften. Dein Ernst, Butter? Wo haben wir Leder drin? Leder wird produziert in der Ecke. Wir brauchen halt immer noch den Schneiderboden. Den haben wir gar nicht freigeschaltet, oder? Ja. Dennis. Ach nein, Schwarzbacken. Ja. Bist du? Wo ich bin? Ich hab doch gesagt, ich grinde Papier. Ach, ja, okay, dann. Ich wollte gerade eine Waffe schenken, die gnadenlose Armbrust. Wow, die habe ich schon. So. Dann. Das heißt, du hast die Eisenarmbrust gecraftet. Nein. Ich benutze fast nie die Armbrust, okay, oder behalte sie, ja. Ja, ich hab da auch schon die gecraftet. Die Kupferarmbrust. Nanos Jägerarmbrust. Was suchst du, Butter? Ich hab aufgehört. Nein, ich frag dich doch nur, was du suchst. Ich dachte, wir nehmen den Output raus. Ich hab den Output rausgenommen. Eben, deswegen hab ich aufgehört an dem, wo du schon warst. Weil ich hab viel Eisen gebracht und ich will mir jetzt was gönnen. Gönn dir was. Eine Eisenwaffe. Das ist korrekt. Kannst du ruhig machen, ich hab auch schon eingebaut, deswegen. Und wenn ich 1500 Eisen schon bringe, kann ich 15 Eisen wahrscheinlich auch für mich mal verwenden. Ja, hab ich mir auch gedacht. Didi.